Mir mal. Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von meinem Let's Play von Resident Evil Revelation 2, Episode 2, Folge 3, keine Ahnung. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was soll denn Claire machen? Soll einen Stein anheben? Ernsthaft? Bereit? Los! Okay. Du auch! Okay. Gut, ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt sind, aber es ist dunkel. Da liegt wieder eine Karte, das finde ich sehr nice. Gibt es hier noch irgendwas mitzunehmen? Weil gerade richtig viel Munition verballert. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Gabe sagte, ihr wurdet getrennt. Ja, aber ich laufe schnell. Trainiere täglich. Also, was war das Ungeheuer da eben? Das war Pedro. Die Aufseherin hat uns irgendein Virus injiziert. Das Virus wurde in Pedro aktiv wegen seiner Furcht. Ich glaube, ich habe davon gehört. Ein Virus, das auf Furcht reagiert. Mann, wir sollen doch Menschen vor Viren beschützen, nicht selbst infiziert werden. Ironie ist echt scheiße. Moira, ich glaube, du kennst Neil noch nicht. Hallo Neil. Ist unser Boss. Neil Fisher. Du bist Barry Burtons Tochter, oder? Dein Dad ist bei der BSAA. Wären Sie so nett und erwähnen Barry und mich nicht im selben Satz, Sir? Ich glaube, sie mag ihren Papa nicht. Wollen wir was trinken? Entschuldigung, ich muss mal kurz was trinken. Oh, was ist mal hier? Loot Party. Gut, dann geben wir mal gleich die Munition nach oben. Das waren das Maschinenpistole, okay. Bumm. Was haben wir da? Grünes Kraut. Oh. Was ist das? Kafka-Zeichnung. Ach Mann. Pedro meinte, das Signal käme von hoch oben. Dort muss es sein. Das Turmding. Das Turmding. Die Aufseherin ist vielleicht da drin. Finden wir es heraus. Ah, schlechte Idee. Wir sollten den Morgen abwarten. Bis dann enden wir vielleicht alle wie Pedro. Die Uhr tickt nie. Gehen Sie zum Turm. Machen wir doch gerne. Mach mal doch gerne. Hochhaus. Hat so ein bisschen was wie DC. Irgendwie Kisten, die wir. Oh, nein, 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 nein. Was ist das denn? Was ist das denn? Was denn für Viecher? Das waren wohl mal Hunde oder was? Liegt da bestimmt irgendwo noch was? Nope, hier liegt nix. Dann gehen wir mal zu dem großen blauen Tor. Was? Was ist das andere? Diese Viecher, ey. Sieht aber echt komisch, ist cool. Bisschen aus wie Desi. So, ganz kurz. Das Turm Dingens. Die Folge so auch gleich benennen. Muss man mal aufschreiben, weil hinterher vergesse ich es immer wieder. Muss ich da eigentlich was machen oder machen die das von alleine? Ja, sie macht das. Was ist schon wieder? Wo, 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 wo?
Ekelhafte Viecher. Ich muss ja mit den anderen beiden nachher ja auch noch durch, gell? Natalia und Barry. Das wird ja lustig. Boah. Ernsthaft? Da hat doch jemand Asthma. Oh oh, da sind sie wieder. Das waren wohl die Bewohner der Insel. Und so hat die Aufmerksamkeit eine ganze Insel in einen. Das haben immer verwandelt. Angenommen, sie war. Aha. Junge. Komm ich da rein? Nee, komm natürlich nicht rein. Liegt hier noch irgendwo was rum? Also bis jetzt merkt man so den Schwierigkeitsgrad. Doch, ich bin einmal gestorben. Noch nicht so. Warte mal, da ist irgendwas. Heilung! Hey. Und er jetzt? Mir. Es war so klar. Komm. Ich komme später nach. Mach, dass ihr zum Turm kommt. Warum springt er nicht hoch? Kommt schon, ihr Freaks. Packt mich, wenn ihr könnt. Ja, weg ist er. Weg ist er. Da liegt irgendwas. Toppers, nehmen wir mit. Brauchen wir nämlich. Oh Gott, wieder in irgendwelchen Häusern drin. Und da ist er schon wieder, schaut doch wieder irgendwo ein Zombie. Das sind ja keine Zombies, das sind ja eigentlich Monster. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, so das, weiß ich, das Evil-Feeling kommt hier nicht so wirklich auf. Klar, mit Claire Redfield und so. Aber so richtig das Feeling, das ist ein schönes Spiel, muss ich sagen. Russisch. Gut, wo sind wir denn hier gelandet? Plackert ein bisschen das Licht. Wird die Stromrechnung nicht bezahlt? Können wir das ausmachen? Das nervt. Kommt die denn auf einmal später her? Perfekt. Aua. So, jetzt haben wir nur noch den großen und dann hinter nämlich auch noch eine neue Waffe. Und was? Ich hab den doch voll erwischt. Ja, jetzt haben wir einen Schwieger nicht erwischt. Was ist denn das? Jetzt haben wir aber. Da hängt nämlich eine neue Waffe an der Wand. Ist die denn schon wieder angeschlagen, ey? Wie kann ich die Waffe da runternehmen? Wie kriege ich die Waffe darunter? So, erstmal das Gelaber da ausmachen. Ja, geht natürlich nicht. Ah, okay, damit kann ich das natürlich machen. Warum ist ein Beamer? Nee, da stehen. Jawoll. Okay.
Ist hier noch irgendwas, was man mitnehmen kann? Da oben sind wir ja gekommen. Da ist noch eine große Kiste. Ansonsten scheint hier nichts mehr zu sein. Dann mal raus mit uns. Also ich merke jetzt nicht so wirklich, dass die Schwierigkeit angezogen hat. Wie gesagt, ich habe es auf da sind sie. Sei vorsichtig. Stufe schwieriger gestellt. Wo denn? Ja. Da. Und das sind ganz viele. Er hat mich entdeckt, super. Warum stirbst du nicht, du Vieh? So, hau ihn um. Immer noch nicht. Hau ihn um. Jetzt ist er tot. Das funktioniert ganz gut mit uns beiden, so, muss ich sagen. Da oben war aber schon der nächste. Komm. Aua! Komm, Claire, hau ihn um. Jawohl. Coolen Helm hat er da auf. Komm. Aua. Komm schon, mein Süßer. Claire, hau ihn um. Genau. So, Taschenlampe muss zwischendurch immer mal nachladen. Claire, hau ihn um, genau. So. Manchmal kann man die mit dem ersten Schlag töten und manchmal erst mit dem dritten Schlag. Komisch. Ah, natürlich. Claire ist tot. Tot. Oh, bist du schon wieder verletzt, Claire? Sie ist schon wieder verletzt. So, ist noch, ich glaube, eine Kiste. Nee, oder? Nee. Das war ein Fass. Da ist. Schau, ein Licht. Na, wo sind die denn? Wo ist es denn? Es ist hinter mir. Wo ist es denn? Stirb, du hässliches Mistvieh. Ah, jetzt ist alles abgedeckt. Du bist tot, gell? Irgendwo schwebst du in der Luft. Komisch. Wenn sie tot sind, wo müssen wir denn lang? Und da sind wir ja gekommen. Ist die Frage, wo müssen wir lang? Haben wir da mal irgendwas? Achso. Wegschieben und dann wahrscheinlich das darüber schieben. Und dann können wir wahrscheinlich durch den Bus durch. Jawohl. Und im Bus ist natürlich nichts versteckt. Doch, da ist was versteckt. Ein Topaz. Ist da hinten noch was? Nee.
Es klappt ganz gut, wenn ich sie blende, Claire haut ihn um und dann mache ich meinen Finisher. Das Mädchen! Natalia, hallo! Ja, wir haben sie im Gefängnis gesehen. Wer das? Sie trägt einen Armreif. Glaubst du, sie gehört zum Experiment? Wenn die Aufseherin auch kleinen Kindern Angst einjagen will, ist das echt pervers. Ach so, und sonst nicht. Der Rest ist ein bisschen noch nicht pervers. Okay, da machen wir wieder was für Natalia nachher. Oh, ich höre schon wieder komische Geräusche. Von der anderen Seite verschlossen. Gibt es sonst noch irgendwas? Schön und sauber hier. Da liegt auch wieder was. Das geht mir gleich mal nach oben. Was sind das eigentlich für... Ich will gar nicht da rein. Will ich da rein? Was bist du denn? Was war das denn? So ein Exploder wie im Dying Light. Aua. Guck schon rein ins Licht. Ja, genau, guck. Claire, dein Part. Claire! Okay, weg da, weg da, weg da, weg da. Weg da, weg da, weg da. Claire, dein Part. Claire! Claire! Genau, super. So, Nummer 2. Jetzt schlägt er gleich mal wieder um sich. Dann erwischt mich natürlich. Na! Ups. Den habe ich gar nicht kommen sehen. Eieieiei, hier ist ja was los. Was hängt denn da in der Mitte? Leichen. Na, nice. Schick. Ja, kann man als Dekoration ins Wohnzimmer sich hängen. Kann man machen. Kann man noch was mitnehmen? Kann man nicht. Oh. Kommst du her? Ey Mädel, wie dumm bist du eigentlich? Mädel, wie dumm bist du eigentlich? Munition geht mal gleich. Dumm, 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 dumm. So was kombinieren. Okay, die Kiste können wir nur wieder mit Natalia öffnen. Da sind wir hochgekommen. Kann man nichts machen. Ah, warte mal ganz kurz. Nase juckt. Was gut war. Ich fürchte es fast nicht. Also kann man wieder was rausholen. Stoff. Ich gebe mal meinen Stoff dazu.
Ey. Also. Ja. Hä? Sollte das so schnell gehen? Was haben wir denn hier noch? Nee, war nicht. Wie soll das denn so schnell gehen? Das geht doch gar nicht. Wie soll das gehen? Ja, das geht nicht, das funktioniert doch nicht. Es bleibt nicht lange auf. Um da durchzukommen, müssen wir schnell sein. Ja, wie? Waffe kann man irgendwie bewegen, hocken, aufstehen, springen. L plus X, okay. L plus X, ne? Okay. Ich darf aber auch nirgendwo hängen bleiben. Wie zum Beispiel hier. Oder hier. Ah, nein, zu langsam. Ach Mann! Das ist ganz schön tricky. Problem ist das ganze Zeug, was hier rumliegt. Das Regal hier, das nervt mich. Schon wieder, schaffen wir nicht. Ich schaff's nicht. Soll denn das gehen? Oh, wie soll denn das gehen? Alter, wieso das denn auf einmal? Wollen mich doch alle verarschen hier. Hier wollen mich doch alle verarschen. Und sind wieder in dem Raum. Ja, aber. Ah, das schaffe ich nicht. Ah, schaff man nicht. Schaff ich nicht. Jetzt. Nein. Jetzt wäre es gut gewesen, wenn ich jetzt an der Kante da gehangen wäre. Schaffen wir wieder nicht. Naja, schaffen wir nicht. Ah, Mann, no. Ach Gott, ich krieg's ein zu viel. Es wäre ja gut, wenn mal eine hier stehen bleiben würde. Warum bleibt denn hier nicht eine stehen?
probier's mal mit ihr. Warum rennt sie mit dir die ganze Zeit hinterher? Na, schaffe ich wieder nicht. Weil ich immer irgendwo hängen bleibe! Warum bleibt denn nicht eine da an diesem Scheiß-Tor stehen? Mann, das regt mich gerade so auf. Verfickt, bleib doch mal an diesem Tor stehen. Verfickt doch mal. Oh, schaff mal wieder nicht. Warum bleibst du nicht hier stehen? Warum? Das ist doch völlig hirnrissig. Das ist doch völlig dumm. So, sind wir jetzt hier? Sind wir wieder draußen? Das ist doch völliges, dummes, unsinniges. Gut, egal. Wir machen mal eine Pause, weil 20 Minuten sind schon wieder lange um, Leute. Ich muss mir ein bisschen abreagieren, weil manchmal sowas regt mich in Spielen immer auf, weil sowas absolut unsinnig ist. Dann kann doch eine stehen bleiben und schon mal durchgehen und kann drüben irgendwas suchen, was er dazwischen klemmen kann. Zum Beispiel die Kiste, die da steht. Gut, egal. Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wisst ihr ja, kennt ihr ja. Bis morgen. Ciao.